Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Noch was gefunden. So. Guten Tag. Spielen. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Aha. So, dann gehen wir mal hoch. Zum Büro gehen, ja, wir sind im Büro. Und jetzt? Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Okay. Eieieiei. Schick, schick. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Das tust du nicht wirklich. Na, egal. Na schön. Komisch. Was war das? Ziemlich was los. Ziemlich. Bitte hier entlang, Mesdames et Messieurs. Was zum Teufel ist da los? Geht es nicht noch etwas langsamer? Verdammt! Verschwinde! Solche Missionen sind wohl nichts für mich. Was los? Ziemlich. Nettes Feuerwerk. Wir sollen da hoch. Belassen wir es bei einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Wie du
meinst. So. Jetzt wären wir schon mal hier drinne. Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Ah, jetzt. Zum lautlosen Bewegen ist der G-Drücken. Okay. Durch. Ist endlich Schichtwechsel? Da kommen wir so nicht dran vorbei. Nach links. Zielen. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Okay, wir sollen da raus. Das glaub ich nicht. Stimmt aber. Da flogen kleine... Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleib ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Okay. Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Dillup. Oh, cool. Ziemlich was los heute Abend. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Na dann. Alles ja. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Oh. Das war jetzt aber gemein. Sicher, der Pöbel würde heute... Oha. Naja, schauen wir uns den anderen mal an. Hab ich gehört, mehr Steuern und kein Entgegenkommen bei der Frage der Repräsentation. Na gut. Lies folgen. Was erwartet ihr? Und wem hat wildes Blut? Dem lasse ich mich nicht zum Narren halten. Dann folgen wir ihr einfach mal. Sie ließ sich immer gerne jagen. Komm, lauf! Darf ich gar nicht. Sie rennt davon und er schleicht ihr gemütlich. Ah, na, also. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Oha. Trink.
Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Jetzt da drin! Obrecht! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erklär's dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind, dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je, das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Das Gebiet verlassen, okay. Hätte auch drinnen Dienst haben können. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Da war doch was. Und es gewarnt! Bringt ihn zur Strecke! Verdammt, aua! Aua! Wer soll denn hier raus? Ihr werdet mir nicht entkommen, Bürger! Hab ich dich! Ich wette, irgendwann kotzt dir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. So. Bringen wir den Spaß zu Ende! Alles gut, Monsieur? Ups. Zu viel von des Königs Champagner? Oh. Monsieur! Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gilbert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet! Nein, hat er... Ach du Scheiße! Hat mir gefallen. Ich fand's lustig, nicht deinen Kampf verwickeln lassen, hat zwar nicht geklappt. Ach du... Oha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Armer Arno. Puh. Naja, mal schauen, was jetzt passiert. Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Oha. Wo bin ich? In der Hölle. In der Hölle. Oha. Ach du Scheiße. Was starrst du so, Pisspot? Entschuldigung. Ich wollte doch nur höflich sein. Okay. In Bello Parco.
Willkommen in deinem neuen Heim. Oha. Warum befreit uns denn keiner? Ja, die Uhr hat er noch. Die Uhr des Vaters. Puh. Netter Schnitt im Gesicht. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Autsch. Hol sie dir. So du es kannst. Hältst du das für klug? Erbärmlich. Jetzt fünf auf den Flüchtling. Zack, zack. Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot. Bam, Patsch. Guter Schlag, Pisspot. Hör auf damit. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Mach den Bastardenkopf kürzer. So viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ein dummes Maul nicht halten. Zack nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Hoppa. Oh, da wollte ich gar nicht drauf. Keine Ahnung, was das war. Boah. Zack. Buff. Hast du jetzt die Schnauze voll? Aua. Zack. Oh, das hat weh. Ha. Ich würde mal sagen, das war nichts, Kumpel. So. Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Oh. Immer mit der Ruhe. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76? 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arnaud. Er gab sein Leben. Im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Hm? Tja. Gute Frage, nächste Frage. 2 Monate später. Nochmal! Hoppala. Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Ja.
Schüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Was ich tue. Sollen wir uns jetzt freikämpfen? In Deckung! Hey! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Ruhe! Druck! Gefangene, an die Wand! So. Gut, verschwinden wir aus dem Dreckloch. Hups. Ihr da, halt. Was auch passieren mag. Warte dann hier, ich komme. Verschlossen. Halt es mir noch vom Leib, Pisspot. Sollte mich einer abboxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Zack. Wow, 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 sachte, mein Freund, so nicht. Belek, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. Dich krieg ich noch. Reiz. Kein Problem, lass dir nur Zeit. Jetzt hab ich ihn. Zum Teufel. Zack. Kein Problem, lass dir... Aua! Was hört dir denn ein, du kleiner Mistkerl? Zack! Hast du's? Das kann nicht euer Ernst sein! Ich hab's! Na los, Pisspot! Wenn sie in der Nähe hochkommen, sind wir verloren! Verdammt, Beilung! Bürger, heil dich! Schnell! Solange die Menge sie beschäftigt! Ups. Halt! Halt, Bürger! Das wollte ich so gar nicht. Aua! Verdammt, wir sind fast tot. Komm schon hoch hier. Wir können kein... Ihr sollt eure Waffen niederlegen! Stopp, stopp! Geht's auf! Zack! So, der ist weg. Greift von der Seite an! Zack! Und jetzt? Brillant! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Schauen wir mal, ob wir dem vertrauen können. Auf jeden Fall sind wir fast tot. Zimmermann! Okay, der macht nichts. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kanten! Zurück von der Korte. Merde. Moment, was soll ich drücken? Das, das und das. Und tschüss. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Unity.
Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.